Servus Leute und herzlich willkommen zu Let's Play MXGP. Wir sind MX2 Meister. Wir haben es letzte Woche tatsächlich schon geschafft. Drei Events vor Schluss müsste das sein. Wir haben jetzt noch drei Events vor uns. Ne, zwei Events, Entschuldigung, zwei Events. Im drittletzten Event haben wir es geschafft. Ja, uns haben 39 Punkte gefehlt. Wir haben einfach mal Doppelsieg, das heißt 50 Punkte. Alle haben uns gratuliert. Jetzt müssen wir 47 Punkte schaffen, Dean Ferris besiegen. Uns ist eigentlich alles egal. Wir gehen direkt nach England. Los geht's. Es war schon geil. Also es hat mich schon geflasht, dass wir Meister geworden sind. Weil wir können ganz entspannt in die Saison gehen. Also in den Rest der Saison noch. Unser Heim-Event, unser zweites, komplett genießen. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel, dass wir es geschafft haben. Das hat uns natürlich auch einen brutalen, Fanschub gegeben. Alle sind total begeistert von uns und unseren Fahrkünstler. Jetzt muss ich gerade nochmal ein bisschen den Ton leiser stellen, weil mich das die Motocross etwas anschreit. Ich habe ein bisschen den Helm geändert. Weil wir jetzt Weltmeister, da darf man das vielleicht mal, so einen kleinen Weltmeisterhelm. Leider gibt es keine Nummer 1, also die Nummer 1 ist nicht frei, sonst hätte ich die jetzt aufs Moped geklatscht. Aber ja, jetzt müssen wir weiter mit unserer Nummer 16 fahren. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber Nummer 1 wäre jetzt schon cool gewesen noch, so als i-Tüpfelchen. Wir können jetzt hier, wir machen das jetzt hier total entspannt. Wir werden jetzt einfach mal so fahren. Ups, da springen wir gleich mal daneben und schmeißt. Aber das ist alles egal. Vielleicht kriegen wir noch irgendeinen Rekord auf jeder Strecke gewonnen oder sowas. Den hätte ich schon eigentlich ganz gerne, wenn es den gibt. Müssen wir mal schauen, dass wir uns den holen. Das heißt zumindest einen Sieg hier holen. Das hier ist aber, also es sieht nach einer sehr schönen Strecke aus. Macht auf jeden Fall bis jetzt, oh, jetzt hat es uns wieder was geschmissen, richtig Spaß. Sind schöne Sprünge dabei. Bin ja eigentlich schon tierisch gespannt, wie es nächste Saison wird. Mit, Dings, in der MX1. Ich weiß, ich spiele das ja eigentlich eh nur für mich, weil zuschauen werden hier nicht so viele, also mit meinen 2-3 Aufrufen, die werden wahrscheinlich alle nur reingucken. Ich habe jetzt gar nicht auf die Minutenzahlen geguckt, aber bis hierhin werden die eh nicht schauen. Aber es macht einfach mal Spaß und ich kann hier üben, das ist eigentlich ganz cool. Wir sind aktuell Zweiter. Das wird sich aber jetzt sicher gleich ändern. Egal, wir gehen trotzdem ins Rennen. Session-Info. Und weiter geht's. Wir sind im Endeffekt 9. geworden. Das passt mit einem Sturz, da lässt sich mit leben. Die Punkte sind uns sowieso total egal. Die hier ist sogar länger als die normalen Strecken, gut 200 Meter. Unser Motorrad ist da. Gehen wir gleich Startplatz aussuchen. Vielleicht haben wir wieder irgendwo so eine Lücke. Ensti ist auf jeden Fall vor uns. Wir hatten eigentlich die Nummer 1. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Keiner von den Guten hat eine 1. Also, ich schätze mal, dass im ganzen MXGP Dings Event Bereich nur einer die 1 haben kann. Das wird da. Das ist eine gute Frage, wer die hat. Vielleicht ist die 1 auch komplett gesperrt. Ja, auf jeden Fall schon mal mit Ensti ein super Start. Die Suzuki ist mega gut vom Start weg. Wir sind jetzt hier mal Dritter. Schauen wir, dass wir uns hier reindrücken können. Da werden wir jetzt auch einen Platz hier verlieren. Konnten uns jetzt hier ganz gut halten. Da geht der Ensti wieder rein. Und Coldenhoff drückt uns weg und da schmeißt uns. Mist. So, jetzt 9. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen. Jetzt dürfen wir hier mal nicht zu locker werden. Auch wenn es eigentlich schon egal ist. Aber natürlich wollen wir trotzdem weiter gewinnen. Aber die sind hier gut. Hier konnten wir uns jetzt schön vorbeidrücken, nachdem sich die in die Haare gekriegt haben.
Hat sie jetzt verschalten. Oh, die haben wir zu eng genommen. Aber können trotzdem ihren Platz halten in fünften jetzt. Im zweiten. Und es sind ja hier lange Runden, das heißt, wir können, haben noch genug Zeit zum Aufholen. Also im Verhältnis. Ich setze den vor uns fast geschmissen. Hier kürzen wir ein bisschen ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ihr das sehen werdet. Ich glaube, das Video kommt am selben Tag wie das erste Ride-Let's Play. Ich versuche wirklich, also... ich versuche ein Ride-Let's Play... 27. Das ist der Freitag. Da versuche ich wirklich, noch eins rauszubringen. Ja, das wird wahrscheinlich sehr spät kommen. Aber ich will auf jeden Fall eins hochladen am 27. noch. Das ist ja der Freitag. Wir haben... Ich habe so um 5, halb 6 Feierabend, dann werde ich heimkommen, dann wird es so 7, bis ich zocken kann. Dann werde ich gleich mal, ich weiß nicht wie lang, vielleicht die ersten, ja, das erste Event oder so, gleich mal fahren. Und dann versuche ich es zu rennen und hochzuladen. Es kann sein, dass es 0 Uhr wird, aber ich hoffe natürlich, dass ich es früher hinbekomme. Und ich hoffe auch, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer gewinnen kann. Weil ein neues Game, das hier ist halt schon ziemlich ausgelutscht, da wird es dann auch bald, befürchte ich, der neue, also hoffe ich, Entschuldigung, hoffe ich, der neue Teil kommen. Aber genaueres gibt es dazu ja noch nicht. Weil dann können wir endlich Husqvarna fahren. Hier wird es zwar einen Mod für geben, aber ich will eigentlich so Spiele, die nicht so, hoppala, nicht so modlastig sind, will ich eigentlich auch nicht zumüllen mit irgendeinem Schmarrn. Weil das macht eigentlich dann nur das ganze Spiel kaputt, wenn irgendwas nicht mehr original ist. Bei sowas wie Assetto Corsa, da ist das was anderes. Da musst du ja Mods runterladen, um eigentlich das komplette Spiel zu haben. Aber hier hast du ja das komplette Spiel. Irgendwie kommen wir da nicht so richtig hinterher, merke ich gerade. Ich rede aber auch wieder zu viel. Also, nicht zu viel, aber für... Schnelles Fahren rede ich zu viel. Oh, oh, der Schlangen tritt man. So, jetzt haben wir noch eine Runde. Wir haben ziemlich viel Zeit verloren. Merke ich gerade. Aber wir haben nach hinten auch genug Platz. Vielleicht wir können uns jetzt hier mal voll auf vorne konzentrieren. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, weil ich merke, dass wir rankommen, aber nur wenn ich jetzt hier voll konzentriert fahre. Also es ist hier wirklich auf höchstem Niveau, würde man sagen. Obwohl es eigentlich so eine schöne Strecke ist. Mich wundert es, dass wir hier nicht so richtig vorwärts kommen. Vielleicht weil die eben so einfach zu fahren ist. Für alle. Aber wir kommen ran an die beiden. Podium ist noch in Sichtweite. Nur die Frage, wie weit, ja, wir haben nicht mehr weit bis zum Ziel, gell? Nee, schaffen wir nicht mehr. Schade, wir haben uns jetzt noch so rangekämpft die letzte Runde, aber es wird leider nichts mehr. Naja. Fünfter Platz ist jetzt auch nicht verkehrt. Nein, Meister sind wir eh schon. Schauen wir mal kurz den Start, weil der lief eigentlich super. Da lief noch alles top. Die Suzukis gehen einfach hammermäßig weg am Start. Wir stehen halt nur ein bisschen weit außen. Und dann gab es leider die leichte Berührung.
wo bei uns zum Sturz geführt hat, was etwas schade war, und dann hat uns das eigentlich das ganze Rennen vermiest, in Anführungszeichen. Da sind wir Coldenhoff zusammengekommen, da ist es leider geschmissen. Naja. 16 Punkte, damit ist 47 Punkte schon mal nicht mehr möglich. Aber wir sind noch vor Ferris gelandet, also. Die Hälfte schaffen wir. Mei, ist halt jetzt leider so, dass 47 Punkte nicht mehr möglich sind, aber damit muss unser Teamchef auch leben können. Aber wir erfüllen halt dann unser Teamziel nicht und das ist ein bisschen blöd. So. Müssen wir wieder gut wegzukommen. Ja, diesmal sind alle gut weggekommen. Und da schmeißt uns wieder direkt am Start. Das darf nicht wahr sein. Jetzt heißt es aber mal richtig pushen, dass wir hier ja nicht zu viel Zeit verlieren. Hier ein bisschen vorbei schlängeln. Ja, genau. Es drückt uns der andere raus. Wer er da innen durch muss, schon sind wir Letzter. Aber hier staut sich's etwas. Jetzt sind wir auch schon wieder Siebter. Wenn wir den da neben uns, den Ferris, hinter uns halten können. Aber der hat jetzt natürlich die bessere Linie gehabt. Ferris fährt aber auch aggressiv. Ja, genau, fahr einfach in die andere Richtung. Jetzt haben wir zu viel gewollt vom Start weg. Das hat uns leider den Hals gekostet. Jetzt werden wir hier wohl ohne Sieg das erste Event in dieser Saison, beziehungsweise seit wir MX2-Fahrer sind, wo wir ohne Sieg rausgehen. Wir werden auf dieser Strecke nicht gewinnen. Dann ist es ja ganz gut, dass wir unseren Titel vorher schon besiegelt haben, weil hier wird es im Titelkampf, also um die WM-Punkte, eigentlich schon ganz schön eng, merke ich gerade. Da springen wir einfach zu kurz. Perfekt durch, wenn wir den kleinen Seitenflug machen. Hier kürzt so ein bisschen ab. Wir kommen an den vorn schon ran, aber irgendwie das nicht halb ist und nichts Ganzes, was wir hier machen. Ist ein bisschen schade. Jetzt als Meister müssten wir eigentlich schon nochmal. Jetzt fällt aber auch der ganze Druck von uns ab. Wir müssen nichts mehr reißen. Nachdem wir so früh Meister geworden sind. Ja, wir sind eigentlich schon noch ganz gut bei der Musik. Also Top 5 sehe ich hier eigentlich schon noch. Dann machen wir wenigstens zwei solide Ergebnisse. Geh weg da jetzt. Ja, jetzt schmeißt das natürlich wieder. Gott sei Dank halten wir wenigstens den anderen dann auf. Sowas ist immer sehr, sehr schade. Sehr schade. Ich bin gerade etwas enttäuscht, dass das hier so in die Hose geht. Ich habe mir das irgendwie besser erhofft. Ich verstehe auch nicht so ganz, woran das jetzt liegt. Schauen wir mal, dass wir da irgendwie noch versuchen ranzukommen. Ich meine, ich war jetzt hier eh schon eigentlich letzte Rille des Möglichen. Jetzt gebe ich einfach mal alles.
wird es jetzt hier ein bisschen ruhiger. Ja, ruhiger ist eh schon das witzig. Aber ich muss mich jetzt hier voll konzentrieren, dass ich hier vorne wieder aufschließen kann. Ich befürchte, dass ich nicht mehr rankommen werde. Vielleicht noch den sechsten Platz, aber... Oh, jetzt schlage ich auf dem Hügel auf, dann bremst mich der zweite Hügel an aus. Jetzt haben wir schön rumgelegt diesmal. Wir kommen aber auch nicht richtig ran. Immer nur so ein bisschen. Eigentlich hören wir schon wieder einen Angriffsnähe. Also, fast. Dann langt es immer ums Arschlecken nicht. Das ist echt zum Kotzen gerade. Schlange hier so blöd in den Hügel ein. Dass uns hinten raus wieder nicht lang und wir bleiben siebter. Das ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Schauen wir kurz in die Dings, ob wir vielleicht irgendwas sehen. Ja, mal, wir haben es gleich am Start verkackt. Was haben wir da groß zu sagen? Dann haben sie uns nochmal rausgedrückt, wie wir wieder vorne waren. Somit ist es insgesamt sechster Platz geworden mit 30 Burgen. Das passt schon. Es ist ja nicht mehr so tragisch. Wir haben ja genug Vorsprung. Die Punkte sind uns egal. Fans verlieren wir natürlich. Minus 1400 Fans. Schade. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Die Weltmeisterschaft ist vorbei. Cairoli gewinnt nach einer fantastischen Saison den MX-Titel. MX1-Titel. De Carli, Teammanager. Der Daiker, De Sal und Pauline zu schlagen, ist der Beweis für ein außergewöhnliches Talent. Ja, Cairoli ist ja irgendwie sieben- oder achtfacher Weltmeister mittlerweile. In der MX2 liefert Anstey den beiden Rennen eine eindrucksvolle Leistung und holt sich vor Coltenhoff von Hörlings einen Verdienstsieg. Wenigstens ist unser Teamkollege dieses Mal Sieger geworden. Dann kann unser Chef doch nicht so schimpfen, oder? Auch wenn unsere Leistung eigentlich miserabel war. Wettbewerb ist eine schwierige Strecke und trotz der Bemühungen lag dein Ergebnis unter unseren Erwartungen. Für den nächsten Grand Prix haben wir uns ein Ziel von mindestens 45 Punkten gesetzt, aber verliere nicht die Hoffnung, man lernt aus jeder Erfahrung. Das hoffe ich doch auch. Mögliche interessierte Teams. Dein Name ist wirklich in aller Munde. Honda Gariboldi und TM Ritchie Racing haben verlautbaren lassen, dass sie Interesse daran hätten, dich zu verpflichten. Aber damit nicht genug. Auch ICE1 Racing und Machetti Racing Team haben diesbezüglich sich bei mir gemeldet. Da schauen wir doch nächstes Mal sehr gerne rein und ich schätze mal, nach der Saison werden wir Teamangebote bekommen. Ist ja logisch. Ja, ja. Was für ein verschwendetes Wochenende. Vielleicht hat dich dann doch die Versagensangst erwischt. Konzentrier dich, dann kommst du schon wieder auf die Beine. Ja. Gib jetzt nicht auf, beim nächsten Mal landest du auf einem viel besseren als dem sechsten. Ja. Fahrer wie du sollten wirklich lieber einen anderen Sport betreiben, statt ihre Zeit mit dem Motocross zu verschwenden. Das sagst du gerade zu einem MX2-Weltmeister. Bist du dir sicher, was du gerade gesagt hast? Na dann. Gut. Dann war's das für die Folge. Auch wenn es jetzt leider etwas ruhig wurde, weil wir uns konzentrieren mussten und es trotzdem nicht gereicht hat, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.